Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum MeineshCap Randomizer. Es geht wieder weiter und ich habe mir ein bisschen eure Kommentare durchgelesen, ein bisschen die Tipps und Tricks und ja, auf jeden Fall sollte ich nochmal zum Gongolberg gehen. Das ist sehr, sehr wichtig und da werden wir auch gleich hingehen. Allerdings, bevor ich das tue, gehen wir mal kurz in die Stadt rein. Ihr meintet auch, ich soll mal einerseits hier an die Glocke dran springen mit dem Kleiter. Okay, das brauchst du nicht. Ah! Okay, gibt's ein bisschen Kohle. Alles klar, dankeschön. Danke für den Tipp. Andererseits soll ich auch das zweite Haus endlich mal vermieten. Das war hier, ne? Genau, an Din habt ihr gesagt, soll ich das vermieten? Zeigst mir ein freies Haus, yo. Juhu, vielen Dank für dein Glück. Hey. Okay. Und dann bekommen wir wohl immer so Tau, der uns Angriffskraft verstärkt. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das andere Haus war jetzt hier drüben irgendwo. Danke auf jeden Fall schon mal für diese Tipps. Genau, das hier müsste das andere Haus sein. Und da können wir uns jetzt quasi... Genau, immer unendlich Angriffskraft holen. Ich hab doch eine leere Flasche. Ah ja. Dins Talisman. Deine Kraft ist für kurze Zeit größer. Jo, okay. Nice. Das heißt, gegen Bosse und sowas vielleicht ganz cool zum Verwenden. So, jetzt gehen wir mal Richtung Gongolberg. Denn da gibt es auf jeden Fall ein paar neue Sachen. Hier übrigens. Habe ich offscreen gesehen gehabt. Ist auch noch eine brüchige Wand. Ich glaube aber, da kam ich nicht weiter. Ich bin nämlich offscreen mal vorbeigelaufen. Und hab die aufgesprengt, um mal reinzugucken. Aber, ach ja, genau, da war ein Deku-Händler drin. Ah, okay, noch was, wo ich auf jeden Fall wieder hin muss. Deku-Händler. Na toll. Naja, auf jeden Fall beim Gongolberg gibt es jetzt ein paar Sachen zu tun. Einerseits haben wir ja das Gebläse jetzt, mit dem wir jetzt was Neues machen können. Und wir haben ja, ich habe eine brüchige Wand übersehen. Weiß gar nicht, ob ich noch mehr übersehen habe. Ist hier oben auch noch was gewesen? Nö. Da das Geld kann ich mir jetzt auch holen. Wir haben ja mittlerweile wieder ein bisschen Platz in der Börse. 300 Rubine, exakterweise. Ist jetzt nicht ganz so viel. Aber ich gebe es einfach immer mal aus, ne? Und ich kaufe mir jetzt immer diese Fibeln beim Postboten. So, und zwar einerseits können wir jetzt halt mit dem Büsterich hier das ganze Zeug wegblasen, ne? Das ist schon mal ziemlich geil. Und andererseits habe ich hier, glaube ich, eine auffällige Stelle übersehen. Habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank dafür. Versuche auf jeden Fall immer mal dran zu bleiben und da alles zu lesen. Ich töte jetzt mal nicht. Okay, hier muss ich wieder was wegsprengen. Hier habe ich ein... Okay, hier kann ich mich klein machen. Ah, da gibt es bestimmt auch wieder eine Schatzkiste. 100 pro gibt es da wieder eine Schatzkiste. So. Okay, erstmal wieder ein paar Gegnerchen hier. Hi. Ich finde, das sieht immer aus wie Marienkäfer irgendwie, oder? Sollen das Marienkäfer darstellen? I don't know, aber warum sind das so Rennsemmeln? Können Marienkäfer schnell rennen? Oh, Pfeile. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob Marienkäfer das können. Ah, guck mal. Herzteile erhalten. 4 Herzteile geben ein... Oh, ja, ein neuer Herzcontainer. Sehr schön. Nehmen wir mit. Und hier kann ich das grüne Wasser schöpfen. Oh, wofür war denn das da nochmal? Ja. So gewonnen, so zerronnen, ne? Oh, cool. Machen wir uns mal kurz rot. Können wir gleich mal ausprobieren, wie lange sowas hält. Ich nehme auf jeden Fall das Wasser mit. Ich dachte eigentlich, das Wasser ist speziell dafür da, dass du damit nur solche Pflanzen gießen kannst und dann wachsen die. I don't know. Wir werden es sehen. Wir gucken jetzt erstmal, wie lange wir rot bleiben. Ob das eine bestimmte Zeit ist oder ob wir getroffen werden können und dann werden wir wieder blau. Blau. Genau.
So, da ging es ja auch nur zu einem Deku, gell? Ja. Können wir leider auch aktuell gar nichts machen mit den Dekus, ne? Ich habe da auch schon ein bisschen rumprobiert. Aber da kann man nichts machen. Da braucht man wirklich... Die einzige Variante ist der Schild. Ist ein bisschen traurig, aber ja. So ist es halt. So, und hier können wir doch bestimmt mit dem Gebläse jetzt noch ein bisschen was irgendwo freischalten. Ansonsten wäre ich ein bisschen traurig. Ich glaube, die Dinger hier, diese Talismane habe ich im Original nie benutzt. Glaube ich zumindest. So, da drüben waren wir ja schon. Ach, das war's schon. Ja, lange ist es nicht, ne? Aber für einen Boss wird es vielleicht gerade so reichen. Wenn du so weißt, was du tun musst, könnte das schon sein. So, hier muss ich mich klein machen, oder? Ansonsten komme ich da gar nicht hin. Vielleicht haben wir hier... Okay, das ist noch ein Loch. Sehr schön. Und das müsste theoretisch ja dann da hinten hin, oder? Nee, das muss da hin. Das hier muss auf jeden Fall da rein. Dann haben wir nämlich einen neuen Weg. Und hier kann ich mich klein machen. Sehr schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir da vielleicht was Schönes finden. Und diese... Ja, jetzt... Hä? Jetzt ist der ganze Staub wieder da. Wie bescheuert ist das denn? Okay, ich gehe jetzt mal hier rein. Im Herbstteil wieder. Dunkelbohnen brauchen Wasser, damit sie wachsen. Die blauen Bohnen wachsen, wenn du sie mit Wasser begießt. Die grünen Bohnen wachsen nur, wenn du sie mit Gongolwasser begießt. Gongolwasser ist grün und ist nur am Gongolberg zu finden. Es entspringt in der Nähe des Eingangs zum Gongolberg. Gut, da kriegen wir auch nochmal den Hinweis dafür. Und kann ich hier auch hochklettern? Stimmt, ne? Ja. Okay. Das ist doch wieder Einsatz für das hier. Einfach so ganz mies alles skippen. Ja, das ist halt der Vorteil in einem Randomizer, ne? So, geil. Ach ja. Der Greifenmantel, damit man den Greifenmantel bekommt. Ach, immer super hier. Okay. Yay. Naja. Ja. Also ich glaube, beim nächsten Mal würde ich das wieder ausstellen, dass man nicht alles doppelt finden kann. Weiß nicht, ob das so geil ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das geil findet oder ob das beim nächsten Mal lieber wieder normal sein soll. Glaube aber fast ja. Ich glaube, wir machen es wieder normal beim nächsten Mal. So, haben wir hier jetzt auch eine Schatzkiste? Ich habe jetzt nur hier die Bohne. Zum Glück bin ich ein bisschen stärker. Ja, okay, wir haben halt viele Herzteile bekommen, ne? Aber mehr war jetzt hier auch nicht so wirklich zu holen, muss ich sagen. Naja. Okay, wir machen uns groß und dann würde ich sagen, gießen wir mal das Gongolwasser darüber. Ich hoffe, ich brauche das nur einmal. Nicht, dass ich oben wieder gleich vor so einem Rätsel stehe und Gongolwasser brauche. Und erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, so. Warte mal. Waren wir? Oh Gott. Wir waren hier schon, oder? Ich glaube schon. Ah. Junge! Ja. Ich glaube, wir waren hier schon. Hat sich schon alles erledigt jetzt hier, ne? Ja. Das hat jetzt alles gar nichts gebracht, glaube ich. Ja, ich bin... Ihr habt es schon erwähnt, ich bin ja die ganze Strecke rückwärts gelaufen. Und ich glaube, ja... Ohne Schild komme ich jetzt hier auch nicht weiter. Ne. Guck mal hier. Alter, Leute! Meine Güte, der ist ja sowas von nervig. Da ist mir auch egal, dass du 200... Junge! Du bist... Oh, du bist eine Ausgeburt der Hölle.
Nicht mal 200 Rubine. 100 hat er nur gebracht. Heilige Scheiße, war der nervig. Okay, aber ansonsten ist hier halt auch nichts weiter, ne? Das ist alles, das kennen wir alles schon. Ja, hier hätte ich auch reingekommen, da wäre ich hochgekommen. Ich hätte ja auch einfach hochspringen können. Genau, mit dem Wirbelstab kann ich hier hochspringen. Nee, dann sind wir hier fertig, ne? Ich glaube schon. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare. Aber ich glaube erstmal wohl hier. Ja, okay, da haben wir noch eine auffällige Stelle. Danach sollten wir aber fertig sein. Hoffe ich. So, oh. Pilz, 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 Pilz. Der Weckpilz. Bei dem Gestank wird man hellwach. Wer schläft und liegt in unserem Weg rum? Ich weiß es nicht. Ne, warte, das Ding. Okay, aber ich hab echt keinen Plan, wer. So, ich nehme mal eine Fee mit. Ich nehme zwei Feen mit. Ich nehme zwei Feen mit. Ich bin mal so dreist. So. Okay, der Weckpilz. Weiß ich gerade wirklich nicht, wem ich dem geben soll. Wer schläft denn und liegt im Weg rum? Ja, genau. Keine Ahnung. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, schreibt es mir unbedingt nochmal in die Kommentare. Ich gehe jetzt erstmal weiter und zwar wieder in den Tyloria-Wald. Genau. Denn ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Dungeon rein. Mit dem Büsterich können wir da vielleicht nochmal was machen. Ich suche halt gerade wieder irgendein Item, womit ich weiterkomme. Ne? Ich glaube, Pegasus-Stiefel oder Lampe oder Schild. Das wären so die Sachen, wo ich gerade sagen würde, jo, da, das brauchen wir jetzt. Warte mal, bin ich falsch? Ne, ich muss trotzdem hier drauf. Was mache ich denn? Genau, hier, ja, hier geht es jetzt erstmal wieder ins Dorf. Hier sind wir noch bescheuert, dass die mich alle nicht verstehen. Jeder andere meine, versteht mich. Nur die nicht. Ist halt wahrscheinlich, weil in der Programmierung haben nur die Minish hier in dem Dorf hier diesen, ich sag mal, Skill bekommen oder diese Fähigkeit bekommen, dass sie mich nicht verstehen, weil alle anderen, bei allen anderen ist es ja nicht relevant, weil in der Hauptstory kommt man halt zu keinem anderen. Ja, und dementsprechend können die mich halt nicht verstehen, weil die halt diese Programmierung haben, dass die mich nicht verstehen können, nur mit der Klapperfrucht, wie das Ding heißt. Und der Rest kann mich halt verstehen, weil die halt nicht diese Fähigkeit haben, diese Programmierung. Naja, ist meine Vermutung zumindest. Genau, jetzt kommen wir ja auch hier durch die zwei Eingänge weiter. Ah, wir haben ein bisschen Stuff, was wir tun können. Okay, ich bin gespannt. Bitte lass da was Gutes sein irgendwo. Oh, Boski? Haben wir Boski? Nee. Ich kann aber schwimmen. Ich komme nicht an die Schatzkiste ran. Shit, oder? Nee, muss ich wahrscheinlich... Ja, okay, muss ich von der anderen Seite kommen. So, ne? Okay. Jo, von der anderen Seite kriege ich die Schatzkiste. Ansonsten brauche ich da auf jeden Fall den Boss-Schlüssel, sonst komme ich da ja natürlich auch nicht weiter. Danke. Perfekt. Ja gut, dann können wir den ersten Boss schon mal kloppen. Ist vielleicht nicht schlecht, oder? Ich meine, für den Feuerschrein haben wir auch den Boss-Key. Let's go. Was ist denn der erste Boss? Ah, das war dieser Schleim. Das war der Schleim, ne? Jo.
Man muss halt eigentlich nur... Genau. Jetzt fällt er um und dann kann ich ihn, glaube ich, in reinzwirbeln, oder? So, er springt wieder bestimmt. Oh, er springt zweimal. Er springt sogar dreimal. Er springt sogar fünfmal. Ich glaube, er springt nur noch. So, dann sollte das aber auch schon erledigt sein jetzt. Jo, das war der. Easy Boss natürlich. Frage ist, was bekommen wir denn so für schöne Dinge? Das ist auf jeden Fall der erste. Jawohl. Damit haben wir das erledigt. Ah, das Erdelement. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle alles Seins. Und wir bekommen noch 10 Bomben. Mann! Warum denn nicht mal was Lustiges? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, erster Dungeon ist geschafft. Also erster Boss ist geschafft, erster Dungeon nicht. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch weiter zu gehen, oder? Ich meine, wir haben den Büsterich. Mal sehen, wie weit wir noch im Dungeon weiterkommen. Ja. So. Schauen wir mal. Also. Wir können hier hochlatschen, da passiert nichts. Ich kann hier rauslaufen, oder? Ja. Ich kann jetzt hier... Die Arme. Okay, da haben wir einen Schalter. Was macht denn der Schalter? Schatzkiste mit 10 Pfeilen. Geil. Genau das, was ich brauche. Okay. Was haben wir denn hier? Noch ein Schalter. Ey, ich wollte doch nicht runterspringen. Du. So, zack. Und. Ach so, das hat man schon gemacht, ne? Da ist wahrscheinlich die Fackel hier angegangen. Damit sich dann das Fass bewegen kann. Okay. Des Weiteren haben wir hier noch dieses Netz. Ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass ich den Büsterich halt schon habe und schwimmen kann. Was wahrscheinlich normalerweise nicht der Fall ist. Dementsprechend bräuchte ich wahrscheinlich auch dieses Blatt gar nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Nützt mir gar nichts. Okay. Da muss ich was draufschieben. Ich finde die Rätsel echt gut gemacht und ich finde es auch gut durchdacht in dem Randomizer, dass man sich halt jederzeit rausporten kann. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, der Part ist auch gleich rum, Leute. Wir haben leider nicht so richtig was gefunden, was uns weiterbringt. Bis jetzt zumindest. Oh shit. Ich kann immer wieder auf das Blatt drauf, das ist gut. So. Das ist eine dicke Truhe. Komme ich da dran? Ja. Ja, komm. Hundefutter. Krieg es doch gleich mal dem Hund. Und ich habe gleich eine Flasche noch gefunden dazu? Nee. Achso, ist ein extra Item. Ah, dann mache ich die Flasche wieder weg. 2. Aber Hundefutter haben wir. Was?
Ich bin verwirrt. Okay. Warte mal, ich kann hier einfach was draufschieben, ne? Okay. Okay, okay, okay. So, die Schatzkiste holen wir noch. Dunkles Schloss. Ich hoffe, es ist das. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Schlüssel fürs dunkle Schloss. So, haben wir hier noch etwas? Geht's noch weiter oder? Es geht noch ein bisschen weiter, okay. Ich würde sagen, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, was hier noch so passiert. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Minish Cap. Tschüssi.